Hallo zu Star Wars Jedi Fallen Order und endlich ist ein Star Wars Einzelspielerspiel rausgekommen. Es wurde aber auch Zeit und es ist ganz knapp nach 0 Uhr, also gerade freigeschaltet, schon bin ich drin und dann denke ich mal Reisen, also neue Reise starten, auf geht's. Nehmen wir erstmal Jedi-Ritter für den Anfang als Schwierigkeitsgrad. Es gibt mehrere Sachen, aber eins nach dem anderen für den ersten Durchlauf. Okay. Kann man später noch hochschalten. An deinen Rhythmus, Kerl, aber der Boss will was von dir. Das könnte gut für uns sein. Hier ist der Chef. Auf Mantena wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Ja? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Bin gleich hinter dir. Gut, wir sind offensichtlich gerade dabei, für das Imperium alte Venator-Sternzerstörer der Republik zu demontieren. Und das ist doch eigentlich wirklich ein schönes Bild. Die Schiffe, die auch Jedi-Kreuzer genannt wurden, werden hier unter imperialer Aufsicht zerlegt, um damit wahrscheinlich imperiale Sternzerstörer zu bauen. Und jetzt fangen wir schon mit dem Quest an. Tut mir leid, Kerl. Nur keine Sorge. Ich glaube nicht, dass dieses Werkzeug die Schiffe überstehen wird. Bitte auch mal diese Nebengespräche spannend. Ja, hier oben. Bin ja schon da. Hier oben, wie gesagt. Sieh dir das an. Ein Separatistenschiff. Ich habe ewig keinen Lukehalb gesehen. Ja, ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir. Ja, Barca ist ein Planet, an dem eben alte Schlachtschiffe, vor allem aus den Klonkriegen, zerlegt werden. Auch so ein schöner Lagrelais-Kreuzer der Separatisten, wie man ihn vielleicht aus Episode 1 am Ende kennt. Wo ist er jetzt hingelaufen? Hier? Ja. Achtung! Vorsicht! Passt zu! Alles okay? Ja, ich bin okay. Moment, wie soll ich drauf kommen? Aber die Leiter ist weg. Ja, habe ich gesehen. Du musst einen anderen Weg finden. Kein Problem. Ich improvisiere. Wir sehen uns dort. Hier rauf. So, da bin ich wieder. Ich muss eben kurz die Musik leiser schalten. Ich habe mal kurz reingehört und war selber kaum zu verstehen. Und der Weg scheint diese schöne Rampe hier zu sein. War das meine Mitfahrgelegenheit? Also sofort diese Barke. Du bist kein zugelassener Müll. Müll, aber kein zugelassener Müll. Müll, aber kein zugelassener Müll. Das ist ja eine schöne Aussage. Oh, da ist so ein Wusuch-Droide. Also es sieht so aus, als ob wir das Seil da nehmen sollen.
Hier? Ganz ruhig. Bin gleich wieder weg. Der Stabilisator ist dort gefangen. Hier, Terminus. Chupanisto taka editos. Also. Beeil dich, dann werden wir vor dem Zeitplan fertig. Ich kann die Credits förmlich riechen. Leute, Entschuldigung. Eine wilde Nacht. Entschuldigung, wo geht's hier lang? Geht die Tür nicht? Ich bin jetzt drauf geklettert. Doch irgendwie, nee, da drüben ist doch kein Weg. Irritiert, da unten geht's auch nicht weiter. Ist man hier schon im ersten Level fest. Hätte ich vielleicht hier gar nicht rauf gedurft. Nein, nein, hier ist schon der richtige Weg. Ich hab's gleich bestimmt wieder. Ich würde einem von euch vielleicht sprechen. Diesem Rodianer mit unserer lieben. Wie denn da? Nein, die ignorieren mich alle stumpf. Ach, klettern, okay. Leiste nicht, Kerl. Schön, dich zu sehen. Dich auch. Hey, Biene. Ich versuch's. Das ist der Plan. Okay. Nett, dass hier irgendjemand so einen kleinen Wartungsschacht für uns offen gelassen hat. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Bis hierhin ist die Steuerung zumindest relativ gut verständlich und intuitiv. Hey Kerl, wir treffen uns bei den Klammern. Klingt gut, bin in Kürze dort. Ja, klar, kein Problem. Ich dachte, er fällt ganz runter, einen kurzen Moment lang. Nein. Ach, halt dich doch fest. Man muss jetzt E drücken erstmal, bevor er sich bewegt. Genau. Also wenn man am Gitter ist, festhalten einmal. Ich mache da automatisch, aber ehe man sich bewegt, muss man dann nochmal E drücken. Und jetzt Y, wir lassen uns fallen. Wie kommst du her? Okay, wir müssen nach unten. Glaube ich. Warte, nein. Fallen lassen, ich springe. Ich glaube hier links oben, ja. Ja, Schiffe auseinanderzunehmen, das gibt schon lauter Orte, wo man einfach entlang klettern kann. Sind wir jetzt langsam mal da. Sieh mal, der Schiffskater ist hier. Na bitte sehr. Hey, wir sollten los. Also sieht schon echt krass aus. Da im Hintergrund sieht man ATSTs, alte Landungsboote der Republik. ATTEs, Panzer der Republik. Oh, wie sie das auseinandernehmen, das muss ich sagen. Bin ich jetzt irgendwie weiter, oder? Ich glaube, das wird zu mir rübergetragen. Sagen wir dem Salak oder was das da drüben ist. Auch nochmal eben Hallo. Ich meine, kann jetzt nur ins Nichts springen, oder? Ich habe halt echt den Eindruck, ich muss, oder? Leute? Hier ist kein Weg lang. Auf diesem Seil kann... Ah. Ernsthaft?
Hi Leute, lasst euch nicht stören. Was davon ist der untere Hebel? Das Teil, was da leuchtet? Offensichtlich nicht. Ah, hier. Alles klar, du bist dran. Moment! Könntest okay, Klammer gesichert. Wow, alles okay? Bin noch da. Ah, du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Okay, Moment, hier ist die nächste Klammer. Ist das ein Alltagsjob, hier rumzuklettern? Moment, ich mach das. Das wäre echt ungesund. Okay, und hier jetzt nach oben. Na, wenn man ein bisschen Assassin's Creed gespielt hat, kapiert man schon, wo man wann lang muss. Das ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schatzsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echte Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, denn damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Das könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein. Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst nicht so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Vorsicht, Kerl! Ist dir gut? Okay, wir sollten... Wir müssen wegkommen. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Jetzt, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen. Ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, für Leute wie dich gibt's ein gutes Geld. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Alles okay bei dir? Ja. So? Ja.
Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier wirst du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf Ascher da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Ralph. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Ich finde es gerade ganz faszinierend, als er da sein Kollege in den Ranker oder was auch immer reingefallen ist, da war ja eine Taste drücke, jetzt nutze die Macht. Hätte man das auch sein lassen können? Jedenfalls mit dieser spannenden Frage im Hintergrund sage ich dann mal, das war die erste Folge und dann geht's gleich weiter. Was wird hier wohl in unserer schönen U-Bahn passieren? Naja, dann also danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.